يا أيها المبعوث برحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات يا أيها المبعوث برحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفات من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفاتي من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات صلى عليك صلى عليك صلى عليك الله يا خير الورى المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات Unsere Persönlichkeiten sind nicht Persönlichkeiten, die wir heute haben. Unsere Persönlichkeiten, die der Koran uns gibt, sind die Propheten. Er baut mit seinem Beispiel unsere Persönlichkeit. Also unsere Superstars eigentlich, unsere Superstars müssen die Propheten sein. Er sagt, guckt euch die Lebensweise der Propheten an, guckt euch die Beispiele der Propheten an und handelt ganz genau so wie die Propheten. Wie viele Propheten sind gekommen? Im Koran stehen, es gibt Ikhtilaf zwischen 25 und 28 Propheten. Bei drei Propheten weiß man jetzt nicht, ob das Eigenschaften von den Propheten sind oder ob das... Gehen wir von 28 aus. Im Koran stehen 28 Propheten drin. Aber wir wissen über unseren Sira-Büchern, dass es zwischen 124.000 und 224.000 Propheten gibt. Frage. Warum steht im Koran dann nur 28 geschrieben und keine zumindest 100? Weil der heilige Koran uns mit seinen Beispielen, die er uns als Persönlichkeit wiedergeben will, charakterische Eigenschaften der Propheten gibt. Er gibt uns 28 Beispiele und sagt zu uns, wenn ihr diese 28 Persönlichkeiten, diese 28 Beispiele der Propheten annimmt, habt ihr eure Persönlichkeit aufgebaut, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sich das erwünscht hat. Deswegen ist im Koran keine chronologische Lebensgeschichte eines Propheten da. Warum? Weil die Chronologie interessiert ihr nicht. Die Eigenschaften interessieren uns, damit wir uns die Eigenschaften annehmen. Ihr werdet keine Geschichte finden, von Musa a.s. die Geschichte fängt nicht an. Ja, da gab es mal einen Propheten, der ist Musa, der ist dann geboren. Seine Mutter hat ihn in das Körbchen reingemacht, damit er nicht von den Leuten Pharaos umgebracht worden ist. Und dann ist er irgendwo geschlossen. Diese Chronologie werdet ihr nicht finden. Ihr werdet die Geschichten durcheinander im Koran finden. Durcheinander im Koran finden. Warum? Weil hier ist nicht die Geschichte wichtig, sondern die Message, die euch gegeben wird. Beispiel. Adam a.s. und Iblis. Adam und der Satan. Adam hat gesündigt, indem er von dem Baum gegessen hat. Und Satan hat gesündigt, in dem Augenblick, wo er sich nicht vor Adam a.s. mit Allahs Befehl niedergeworfen hat. Aber einer ist zum Prophet geworden und einer ist zum Satan geworden. Derjenige, der seine Sünde bereut hat, oder? Derjenige, der seine Sünde bereut hat, ist zum Propheten geworden, ist zum Adam geworden. Und derjenige, der auf seine Sünde beharrt hat, derjenige, der auf deine Sünde gesagt hat, ich habe keine Sünde gemacht, der ist zum Satan gehört. Aus Iblis wurde Satan und aus Adam wurde ein Prophet.
Tja, was können wir davon nehmen? Oh, du Mensch, der heute im 21. Jahrhundert lebt, du kannst auch sündigen. Du kannst auch sündigen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Hättet ihr nicht gesündigt, hätte Allah euch vernichtet und hätte ein Volk gemacht, was sündigt und danach Reue zeigt, so dass Allah allbarmherzig gegenüber seinen Diener sein kann. Aber die Message ist hier eigentlich die, und zwar, wenn du gesündigt hast, dann beharre nicht auf deine Sünde. Sage, ja, ich habe einen Fehler gemacht, sodass du wie Adam a.s. Wenn du aber nicht auf deine Sünde beharrst, wenn du aber auf deine Sünde beharrst und sagst, ich habe keinen Fehler gemacht, das war richtig, was ich gemacht habe, dann bist du zum Scheitern. Zum Beispiel über Idris a.s. Wenn du es wünschst, eine hohe Position bei Allah zu erwerben, dann mach es wie Idris a.s. dein Leben zu einem Unterricht, die Welt zu einer Schule, die Offenbarung zu deinem Wegweiser und vergesse nicht, dass Gabriel dein Lehrer ist. Was gibt uns Nuh a.s. für ein Beispiel? Wenn dir eines Tages befohlen wird, auf dem Land ein Schiff zu bauen, dann frage nicht, wo ist das Meer? Bau einfach, hau die Nägel in die Hölzer. Wenn die Zeit kommt, wird Allah das Meer zu dir schicken. Nein, ein Schiff auf dem Land bauen. Was machen wir heutzutage hier? Als Jamaat, als Gesellschaft. Nein, wir sind auch ein Schiff. Wir gucken links, es wird gesündigt. Wir gucken rechts, es wird gesündigt. Vorne wird gesündigt, hinten wird gesündigt. Schaltest du das Fernsehen an, es wird gesündigt. Es ist überall, lass mal das Haram weg, es ist überall Kufur, es ist überall Schirk. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir sagen, es ist überall Schirk, wir werden mit in das Wasser fallen? Nein, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie Nuh a.s. das Schiff gemacht hat. Mach du auch ein Schiff, rette dich. Und dafür als Beispiel für so ein Schiff sind hauptsächlich die Jamaat in der Islam. Weil der Shaitan, der kommt nicht in die Jamaat rein. Der Wolf, der frisst das Schaf nicht in der Herde. Das Schiff, das frisst das Volk, das Schaf, was außerhalb der Herde ist. Deswegen, diese Moschee hier zum Beispiel, ist sowas ähnliches auch wie Nuh a.s. sein Schiff. Wer hier ist, ist errettet. Wenn du raus bist, bist du weg. Du kannst dich morgen retten, übermorgen retten, eine Woche später bist du weg. Der Shaitan, der kommt von jedem von der anderen Seite. Irgendwann mit euch. Deswegen, was müsst ihr machen hier? Ihr müsst immer wieder in das Schiff zurück. Ist das doof? Ja, vielleicht schon für einen Autonomalverbraucher heutzutage. Genau wie damals die Mushrikun zu Nuh a.s. gesagt hat, auf dem Land ein Schiff zu bauen, du hast wohl nicht mal eine. Sagen sie das heute nicht zu dir auch? Heute nicht Alkohol trinken, bist du bescheuert? Du hast keine Freunde, bist du bescheuert? Was? Du hast kein Konto, du hast kein Kredit, du nimmst keine Zinsen. Wo lebst du denn? Baut auch ein Schiff. Allah Ta'ala, so wie er euch die Offenbarung herabgesammelt hat, wird er auch das Wasser vom Himmel herabwerfen. Und wird alle untergehen lassen außer euch. Ibrahim a.s. sollte dein eigenes Fleisch und Blut eines Tages gegen dich sein, dann sei wie Ibrahim a.s. Nimm die Axt in deine Hand und schlage die Götzen nieder. Ihr wisst, Ibrahim a.s., sein Vater Aser war Kafir gewesen. Er hat eine Fabrik gehabt, da wurden Götzen produziert. Aber guck dich auf deine Verwandten, sei gegen die Tawarit. Wenn du aus diesem Grund ins Feuer geworfen bist, spring ohne dein Iman zu verkaufen, ohne dein Glauben zu verkaufen. Das Feuer wird dich nämlich nicht verbrennen, genauso wie es Ibrahim a.s. Sollten sie dich eines Tages von deinem Geburtsort abschieben, genau wie sie Ibrahim a.s. aus Haran abgeschoben haben, aus Mesopotamien abgeschoben haben, weil dein Iman nicht hineingepasst hat, oder? Wenn sie dich aus Deutschland abschieben, hat dann die Mann wohl nicht hereingepasst. Er war größer gewesen als dieses Land. Du musstest also raus. Dann vergiss nicht, die Welt ist ausgedehnt. Die Hijra, wird dir Hajar und Hajar wird dir Ismail a.s. Sollte dir eines Tages befohlen werden, deinen Kopf dem Messer hinzuhalten, dann zögere nicht. Vergiss nicht, dass Ergebenheit Freiheit ist. Wenn du wie Ismail a.s. ergeben bist, wird dein Geschenk vom Himmel, vom Volke des Himmels gebracht werden, genau wie Jibril a.s. Ihm das Schaf gebracht hat. Und Yusuf a.s. sollten deine eigenen Brüder dich eines Tages in den Brunnen werfen. Oder solltest du eines Tages in Brunnen geworfen und für ein paar Cent auf dem Markt verkauft werden. Oder solltest du eines Tages im Schloss den Reizen von Suleyha, das heißt von einer Frau, einer jeglichen Frau, entkommen
und dein Hemd von hinten zerrissen werden. Oder solltest du eines Tages in den Kerker geworfen werden, dann bleib bloß nicht auf solchen Sachen hängen. Vergiss nicht das Schicksal, welches dich in den Brunnen gebracht hat, wird dir die Position geben, die du verdient hast, König von Ägypten zu werden. Sogar dann solltest du dich wie er verhalten und deinen Brüdern verzeihen. So hat das der Prophet Mohammed a.s.w. aufgemacht. Diese Geschichte von Yusuf a.s.w. wurde dem Propheten a.s.w. in Mekka offenbart. Zu der Zeit, als Mohammed a.s.w. und seine Ahle Bayt und die Sahabis die Boykottjahre hatten, sie wurden auf den Berg geschickt. Die Geschichtsbücher berichten uns, dass die Eltern auf den Berg geschwitzt haben und mit ihren Schweiß getrunken haben und ihre Sachen damit ausgedruckt haben. Keine 3 Stunden, keine 3 Wochen, keine 3 Monate, 3 Jahre. 3 Jahre lang haben sie auf dem Berg verweilt. Und die Moscheguten in Mekka haben sich kaputt gemacht. Boykottierung pur. Und da kommt die Geschichte zu Mohammed a.s.w. und Yusuf a.s.w. Genauso wie die Familie des Propheten, die Quraysh, ihn missachtet haben, haben auch Yusuf a.s.w. und seine Brüder den Propheten Yusuf a.s.w. missachtet. Und als der Prophet a.s.w. Mekka erobert, der Prophet a.s.w. kommt am Tag der Eroberung und sagt zu den Muschikun in Mekka: Was denkt ihr wohl, was ich heute mit euch mache? Und die fangen an: Ente Kerimun, Ente Habibun, du bist unser Geliebter, du bist unser Bester, du bist der Beste unter uns gewesen. Und der Prophet a.s.w. sagt dann: Ich werde das Gleiche machen mit euch, was Yusuf a.s.w. mit seinen Brüdern gemacht hat. La tathriba alaykum al-yawm. Heute für euch gibt es keine Strafe. Izhabtum fa'antum tulaka. Geht von hier, ihr seid befreit. Seht ihr, wie der Prophet a.s.w. sich eine Persönlichkeit von Yusuf a.s.w. genommen hat? Das müssen wir heute auch machen. Wenn wir heute in der Dawa arbeiten, wir merken, ja, subhanallah, wir waren mit dieser Person 20 Jahre lang in einer Dawa gewesen. Und diese Person, die uns 20 Jahre lang, unser Feind war gleich, unsere Dawa war gleich, unser Ziel war gleich, unsere Methode war gleich, unsere Kasten waren gleich, und diese Person fängt uns auf einmal an, mit seinen Freunden in den Brunnen zu kommen. Cool bleibt. Liest euch die Geschichte von Yusuf a.s.w. Dawud a.s.w. Vergisst nicht, dass die Gerechtigkeit das größte Motto des Prophetentums ist. Deshalb macht dies zum Zentrum deines Lebens. Die Persönlichkeit, wenn ihr irgendwann ein Reich seid, wenn ihr irgendwann die Macht habt, wenn ihr irgendwann die Menschen regiert, wenn ihr irgendwann den islamischen Staat habt, dann verhaltet euch ganz genau wie Dawud a.s.w. und Suleiman a.s.w. Auch wenn eine Ameise vor euch ist, ihr kennt die Geschichte, oder? Passt auf die Ameisen auf, wenn ihr mit der Armee über das Land geht, sogar die Ameisen nicht zu töten. Guckt euch die Armeen an, wie sie heute gegen unsere Länder vorgehen. Was Ameisen? Aber der islamische Staat, der kommen wird, kommen soll, soll genauso regiert werden, sagt uns der Koran, wie der Staat von Dawud a.s.w. und Suleiman a.s.w. Das ist der charakterliche Eigenschaft. Wie hast du dich zu verhalten, wenn du regierst? Und was heißt, wenn du unterdrückt bist? Da guckt ihr die Geschichte an von Suleiman a.s.w. Entschuldigung, von Zakaria a.s.w. und Yahya a.s.w. Und zum Schluss möchte ich dazu kommen von Jesus. Solltest du eines Tages fragen, wer wird mich auf dem Wege Allahs unterstützen? Men ansari ila Allah. Dann wirst du sehen, dass Allah dir mehr geben wird als die 12 Jünger Jesu. Wenn du an den Punkt gelangst und sagst, ich kann nicht mehr, genau dann hilft Allah dir und sagt, ich heile. 12 Jünger hat er gehabt. 12 Jünger hat er gehabt. Und ihm waren nur 12 Leute verscharrt. Aber seine Religion hat sich, der Islam, ist nicht das Unverwendung, nicht das verwendliche Christentum, hat sich so weit verbreitet. Und ihm waren nur 12 Leute gewesen. Und Ibrahim a.s.w. waren wie viele Leute gewesen? Hajar, Sarah, Ismail und Isaac. 4 Leute. Im Koran steht sogar geschrieben, er war eine Umma für sich alleine gewesen. Also für diejenigen, die heute sagen, oh, unsere Jamaat ist so klein, was wollen wir mit so wenig Leuten machen? Wir haben nur 10 Leute, 20 Leute, 100 Leute. Es gab Propheten, die haben gar keine gehabt. Also ich glaube, um das Beispiel mal nicht zu krass zu nehmen, wir haben heute mehr Mitgliederzahl als die Propheten, als einige Propheten. Manche Propheten sind gekommen und gegangen, keiner hat auf sie gehört. Die einzigsten großen Propheten, die da gewesen waren, wirklich Mohammed a.s.w.
bei seinem Tode 120.000 Propheten, 120.000 Gläubigen und Musa a.s. auch zu seiner Zeit 600.000 Leute. Und Mohammed a.s. was für ein Beispiel, was für eine Persönlichkeit gibt uns Mohammed a.s. eigentlich alles zusammen? Mohammed a.s. ist in der charakterischen Eigenschaft aller Propheten einzeln verkörpert. Solltest du als Weise aufgewachsen sein und wegen La ilaha illallah aus deinem Heimatort zur Auswanderung gezogen werden sein und deine nächsten Verwandten deine größten Feinde sein, dann sei trotz dessen eine Barmherzigkeit für alle Welt. Egal wie krass und brutal und radikal die Welt gegen die Muslime sind, sei trotzdem Rahmatan lil alamin. Sei eine Barmherzigkeit für alle Welt. Der Muslim ist wie ein Obstbaum, sagt man. Egal wie viele Steine man auf ihn wirft, er wirft nur Obst zurück. Der Muslim ist wie eine Kerze. Er glüht, er verbrennt, er erleuchtet, aber schmilzt dabei selbst. Im Koran, in der Surah Al-Ma'idah, muss ich sagen, in der Surah Al-Ma'idah, im 8. Vers. Nur weil ein Volk sich gegen euch über mit Hass verhält, heißt das nicht, dass ihr euch gegen sie über genauso verhält. Wenn sie euch auf eine terroristische Art und Weise fertig machen, die Westmächte heutzutage hauptsächlich, die Amerikaner, die Israelis, die verkauften Hunde dieser Staaten, dann macht bitte das Gleiche nicht mehr. Seid trotz all dessen, so wie der Prophet Mohammed, seid standhaft, gibt keinen Kompromiss in eurer Dramatisierung, aber seid nichts außer eine Barmherzigkeit für alle Welt. Allah wird die Medina, Allah wird dir, Medina, den islamischen Staat und alle Welten erst dann geben. Die Formel dafür ist das Leben Mohammeds. من قد حماه الله خير صفاته من كان ثالثه الإله